Herzlich willkommen zu unserem Animationsfilm zum An- und Abschluss von Hämodialysekathetern unter Verwendung von Citralog. Start der Behandlung. Vor dem Start der Behandlung benötigen Sie das folgende Zubehör. 2 20 ml Spritzen mit steriler 0,9%iger Natriumchloridlösung. 2 leere 5 ml Spritzen zum Aspirieren. Machen Sie von aseptischer Technik Gebrauch. Aspirieren von Citralog. Entfernen Sie die Kappe vom venösen Lumen und schließen Sie die leere 5 ml Spritze an. Öffnen Sie die Klemme und aspirieren Sie das Citralog-Volumen der letzten Katheterblockung. Schließen Sie die Klemme und lassen Sie die Spritze konnektiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim arteriellen Lumen, Spülen der Lumen. Wechseln Sie nacheinander die Spritzen durch die Spritzen mit 20 ml steriler 0,9%iger Natriumchloridlösung. Öffnen Sie die Klemme und spülen Sie das arterielle Lumen. Schließen Sie die Klemme. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim venösen Lumen. Lassen Sie die Spritzen konnektiert. Anschließen der Blutlinie. Schließen Sie die arterielle Linie an das arterielle Lumen an. Entfernen Sie die leere 20 ml Spritze. Schließen Sie die venöse Linie an. Öffnen Sie die Klemmen und beginnen Sie mit der Dialyse. Bringen Sie den Patienten in eine aufrechte Sitzposition. Beenden der Behandlung. Vor dem Abschluss der Behandlung benötigen Sie das folgende Zubehör. 2 20 ml Spritzen mit steriler 0,9%iger Natriumchloridlösung. 2 2,5 ml Spritzen. Eine Ampulle Citralog 5 ml. Machen Sie von aseptischer Technik Gebrauch. Schließen Sie die Klemmen. Lösen Sie die arterielle Linie. Schließen Sie die 20 ml Spritze an und spülen Sie das arterielle Lumen mit steriler 0,9%iger Natriumchloridlösung. Lösen Sie die arterielle Linie vom Katheteranschluss und schließen Sie diese an die Infusion mit steriler 0,9%iger Natriumchloridlösung an. Öffnen Sie die venöse Klemme und führen Sie das Blut zurück. Sobald Sie das Blut zurückgeführt haben, die venöse Klemme schließen und die Blutlinie entfernen. Schließen Sie die 20 ml Spritze mit steriler 0,9%iger Lösung Natriumchlorid an und spülen Sie. Schließen Sie die Klemme und lassen Sie die 20 ml Spritze konnektiert. Injizieren von Citralog. Machen Sie Gebrauch von einer leeren 2,5 ml Spritze und füllen Sie diese mit der exakten Menge Citralog, wie auf dem Katheter angegeben. Entfernen Sie die leere 20 ml Spritze vom arteriellen Zugang und schließen Sie die Citralog-Spritze an. Injizieren Sie die genaue Menge Citralog langsam in das arterielle Lumen. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim venösen Lumen. Entfernen Sie die Spritzen. Verschließen Sie beide Lumen mit sterilen Kappen.